Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Backen mit Beate. Heute möchte ich euch einen Ananas-Cheesecake zeigen. Der Cheesecake, der ist sehr leicht zuzubereiten, wird ganz ohne Gelatine hergestellt. Und wir machen es so wie die Amerikaner. Wir verwenden einfach Ananas aus der Dose. Ihr könnt selbstverständlich auch frische, reife Ananas verwenden, aber die Dosenananas sind schon gesüßt und haben die perfekte Süße für den Kuchen. Wer Ananas liebt und Cheesecake sowieso und relativ einfache Zubereitung mag, der sollte jetzt einfach dabei bleiben. Ganz viel Spaß mit meinem Pineapple Delight. Das Rezept hierzu, die Zutatenliste und die Liste für das Equipment findet ihr wie immer auf meiner Website in meinem Blog. Wir beginnen mit dem Backrahmen. Nehmt etwas Öl, ein Küchentuch und fettet euren Backrahmen von innen einmal rundum. Die Kekse gebt ihr in einen Beutel, nehmt euer Rollholz und stampft die Kekse zu kleinen Bröseln. In eine Schüssel gebt ihr jetzt die Butter dazu und mischt es gut durch. Gebt den Zucker noch dazu, mischt das Ganze richtig durch. Werft es in euren Backrahmen und stampft es mit dem Rollholz richtig schön fest. Als nächstes lasst den Frischkäse in eure Schüssel plumpsen und rührt ihn mit der Küchenmaschine ordentlich cremig. Puderzucker dazu und nochmal Gas geben. Wechselt den Rührer, gebt die Sahne und den Mascarpone dazu und auf geht's in die nächste Runde. Und was darf nicht fehlen? Die gute Vanille. Als nächstes starten wir mit dem Ananas-Schnippeljob. Hackt sie ordentlich klein und gebt die Ananas dann in ein Trommelsieb. Mit einem kleinen Teigschaber drückt ihr nun den Saft aus der Ananas heraus. Die trockene Ananas hebt ihr nun mit einem Teigschaber vorsichtig unter die Creme. Sieht schon richtig lecker aus. Die fertige Creme, die gebt ihr jetzt in euren vorbereiteten Backrahmen. Der Pineapple Delight geht jetzt in den Kühlschrank. Dort darf er bleiben bis morgen früh. Hallöchen, ich hab da mal was vorbereitet. Etwas steife Sahne für das Topping. Nehmt ein kleines Messerchen zur Hand und löst den Kuchen fein vom Rand. Und nun sind die Architekten gefragt. Nehmt ein großes Lineal und teilt euren Kuchen in 9 gleiche Stücke ein. Für die tropische Dekoration nehmt ihr eure gerösteten und geriebenen Kokosnüsse und streut sie gleichmäßig auf euren Kuchen. Für etwas Farbe sorgt eine kandierte Kirsche und ein Stück Ananas. Mein Kuchen hat 4 Ecken, 4 Ecken hat mein Kuchen hat 4 Ecken, drum ist er auch so gut. Und fertig ist die Pineapple Delight. Das Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog. Danke an alle fürs Zuschauen heute. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder schenkt mir euer Abo. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es einfach unten unter das Video ins Kommentarfeld. Ganz herzlichen Dank. Euch noch eine schöne Woche. Macht's gut und tschüss.